Dann vor allen Dingen waren ja überall Menschen. Es liefen ja überall Menschen rum. Und ich habe immer nur gedacht, meine Güte, hoffentlich passiert nichts. Mhm. Und als wir dann da reinfuhren in die Menschenmenge, da habe ich einfach aufgehört zu denken. Mhm. Da konnte ich nicht mehr denken. Sie saß auf dem Beifahrersitz, als ihr Mann die Kontrolle über das Auto verlor und ungebremst in die Menschen an der Bushaltestelle fuhr. Mit 81 Jahren. An der Pfarrkirche in Neuruppin ereignete sich am Dienstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem 9 Personen verletzt wurden. Als Unfallursache nannte die Polizei Bewusstlosigkeit durch einen Kreislaufzusammenbruch. An einer Bushaltestelle erfasste das Auto eine 25-jährige Frau und ihre 8 Monate alte Tochter. Das ist alles wie ein unheimlicher Traum. Und es stellt sich mir auch immer wieder dar wie Traum, wie ein dunkler Traum. Das kann gar nicht Wirklichkeit sein, was wir da erlebt haben. Aber es ist so. Es ist Wirklichkeit. Beim Losfahren merkte ich irgendwo, bin ich müde und. War dir hier schon mulmig zumute? Ich muss dann dauernd gähnen, seltsamerweise. Ja. Mhm. Und erst bei der Apotheke fuhrst du auf den Bürgersteig und ich habe gedacht, jetzt schießen wir in die Apotheke. Bin ich da wieder zurückgestoßen? Und da habe ich dich angeguckt. Und da sah ich, wie er gerade aufgerichtet starr nach vorne guckte, die Hände am Lenkrad und gar nicht bei sich war. Und da habe ich gedacht, jetzt wird's furchtbar. Und zwar sind wir hier schräg und gleich auf die Bushaltestelle losgefahren. Die ist aber erst da hinten. Naja, was heißt für ein Auto da hinten? Da so schräg rein. Und als wir dann durch die Leute da durchgefahren sind, haben wir uns hinterher immer zu gedreht. Und eine Person, ich hörte ja nur einen dumpfen Knall, einen Schatten auf uns losfliegen und einen dumpfen Knall, das war die junge Frau, die gegen die Windschutzscheibe sauste. Ich war aber wie gelähmt, ich konnte nicht mal reagieren. Sie hatte das Kind im Tragetuch, in diesem Dyadetuch, und das ist rausgefallen. Und die Leute schrien alle und ich habe immer gedacht, das muss doch mal aufhören. Da müsste doch nun mal ein Baum kommen. Ja, sodass das Auto sich dann immer im Kreis hier drehte, wo aber die erste Baumberührung war, kann ich nicht verstehen. Jedenfalls zum Schluss landete ich hier und das Auto stand so mit der Schnauze gegen den Baum. Und da habe ich gedacht, ja, der ist tot. Der ist natürlich tot. Mit 80 Jahren fährt Allard Neuenhofer noch täglich Auto, auch lange Strecken. Bisweilen sportlich, zum Leidwesen seiner Frau Irmgard. Das kann ich nicht haben, sowas. Ja, ist schon sowas vorbei. Kann, ja, gut. Ist ja schon vorbei. Ich fahre viel zu schnell. Hier dürfen nur 30 sein. Tu es auch bitte. Ach. So erträgt mich nämlich dann auf. Wenn ich mit meinem Mann fahre, habe ich einen inneren Druck. Und dann halte ich die Luft an, bin ich völlig fertig, wenn ich aussteige. Ja, ich sage immer, ich fahre schon fleißig. Mit fleißig meine ich zügig. Nicht behindert. Da krieg ich schon wieder. Also, das ist da. Du. Das ist doch. Ich bin ängstlicher und unsicherer geworden. Es kann sein, dass er sich dadurch auch verunsichert wird, wenn ich so reagiere. Ich habe mich auch schon mal hinten hingesetzt, dass ich nichts sehe, ne? Und die Augen zumache. Ich kann ja jetzt nicht sagen, du fährst jetzt nicht mehr.
Da krieg ich zu viel, er lacht. Also. Ja, wenn man das Altern spürt, wenn man das merkt, dass man nicht mehr ganz 100% ist, man muss dann etwas tun, um die Differenz auszugleichen. Irgendwann wird dann doch der Tag X kommen, wo man erkennt, man wird zur Gefahr von anderen. Man muss sich immer wieder bewusst werden, dass das vor der Tür steht und dass man sich beobachtet und auch vielleicht von Familienmitgliedern darauf hinweisen lässt, so, Vorsicht, junger, alter Mann, ne? Es geht nicht mehr ganz so flott. Neuenhofer hielt sich stets für einen sicheren Fahrer. 60 Jahre Praxis, kein Unfall. Zweimal im Monat pendelt er vom Rheinland in den Schwarzwald. Doch seit kurzem kommen ihm erstmals Zweifel, ob es so weitergeht. Vor dem 80. Geburtstag hatte ich einen Riesenmuffenshausen. Ich weiß nicht, dieser Schnitt mit 80, also am liebsten hätte ich den Geburtstag gar nicht gefeiert. Weil mir bewusst wurde aus dem Bekanntenkreis, mit 80 kommt ein Schnitt auf dich zu. Selbst wenn du die 90 erlebst, die 10 Jahre werden hart. Das gilt fürs Autofahren, fürs Radfahren. Selbst fürs Gehen kann es ja eines Tages schwierig werden, weil man wankt und schwankt und droht hinzufallen. Es ist überall ein Minus. Und man muss halt gucken, dass das Minus möglichst lang rausgeschoben wird. Mobilität. Allard Neuenhofer wohnt mit Kindern und Enkeln im selben Haus. Das Thema Autofahren und Mobilität wird in der Familie offen behandelt. Ist ja, wie ist die Reaktionszeit? Aber was, ja. Zum Beispiel in Spanien weiß ich, da ist dein Führerschein 10 Jahre gültig. Und du musst alle 10 Jahre einen Führerschein machen. Nee, ja. Nein, du musst aber nach 10 Jahren zum Augen- und Ohrenarzt. Und auf der anderen Seite natürlich, älteren Leuten per Gesetz einen Pkw wegnehmen, ist natürlich das nächste Problem. Ne? Wenn man es also immer rigoros verbietet, ab X, dann wird sich bei den Leuten, die eigentlich noch fahren könnten, der Altersprozess beschleunigen. Ja, weil es einfach für die ein Stück Lebensqualität ist. Ein großes Stück. Wenn man so lange mit dem Auto fährt, dann nimmt man ja sozusagen an der Welt viel mehr teil. Wobei der Punkt kommt, dass man sagt, ich bin auf jemanden angewiesen, wird es ja zum Teil auch manchmal dann schwierig. Dann will man vielleicht nicht fragen oder es ist unangenehm oder man merkt halt selber, dass man alt wird. Und um das auch zu verhindern, denke ich, sollte man so lange wie möglich mit am Straßenverkehr sie auch teilnehmen lassen. Mit seinen 91 Jahren ist Helmut Heuer noch aktiv im Straßenverkehr und das schon sehr lange. Vor 74 Jahren machte er seinen Führerschein, im Jahre 1937. Alle 2 Wochen kommt Tochter Helga vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Ihr Vater lebt allein. Ja, da kommt man nicht rein. Früher machte Heuer Überführungsfahrten und brachte Hunderte von Wagen aus Stuttgart ins Ruhrgebiet, ohne jemals einen Unfall verursacht zu haben. Seit 22 Jahren fährt er nun schon sein letztes Auto. Es dreht sich alles nur um Auto. Es muss alles fürs Auto sein. Es ist irgendwie, das ist so sein Ausgleich. Das einzige Hobby ist Auto. Vielleicht das von Kindheit an schon. Es war sein Lebensinhalt, das Auto. Und das ist ein Apparat, den bei mir, also ich den nicht vergessen könnte gar nicht. Das gibt nur für mich Auto. Nur. Zum Fahren oder je nachdem, was ist so, braucht man immer. Wenn man kein Auto hat, ist man ein armer Hund. Helmut Heuer ist noch täglich unterwegs, fährt immer dieselben Strecken. Zum Kiosk, zum Markt, zur Waschanlage. Jeden Morgen um 6 beginnt sein Tag. Da holt er die Brötchen. Einmal die Straße runter, dann zweimal rechts. Sein Ziel liegt 800 Meter vom Wohnhaus entfernt. Er könnte diese Strecke auch laufen oder sie mit dem Fahrrad zurücklegen. Aber das muss er nicht. Denn Heuer kann ja noch fahren. Und er kennt die Strecke wie kein Zweiter. Hallo.
heute ja, vier ja, Wolken? Ja, 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 ja. Heute, ach, gestern ist schon gekommen. Ach Gott, ach Gott. Aber er fährt ja dann auch immer ein bisschen rasant. Letztens hat er ja auch wieder der Bus gekommen. Und ist auch am Bürgersteig vorbei. Ja, dann ist er so, komm, dann musst du den Bus wohl ein bisschen ausweichen. Und dann direkt der Reifen kaputt. Da, wenn ich jetzt sagen würde, Vater, hör auf Auto zu fahren, dann sagt er hinterher, du bist bekloppt. Das ist der Spiegel. Ich immer sehe, ob meine Lampen alle brennen. Ja. Ich bin immer gerne mit ihm gefahren. Aber jetzt, so wie ich das jetzt so sehe, habe ich kein gutes Gefühl, weil ich dann immer denke, weil er vielleicht doch nicht mehr so reagiert, wie er reagieren müsste. Heinz Karau reagierte nicht mehr, weil er nicht reagieren konnte. Er war bewusstlos. Ich habe es angerichtet. Es hängt mit meinem Namen zusammen. Und wenn es schlimmer gekommen wäre, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie ich dann hätte leben können. Aber sich das Leben nehmen, das ist auch keine Lösung. Heinz Karau und seine Frau wurden damals schwer verletzt. Mit dem Autofahren im Alter hat sich die Familie schon vor dem Unfall beschäftigt. Zwei der drei Töchter arbeiten in der Medizin und waren sensibilisiert. Also die Reaktion der Töchter aufs Alter war nur, keine langen Strecken fahren und eben zum Garten und nach Hennigsdorf und hier auf die Dörfer mal. Papa und Autofahren war eigentlich in dem Sinne kein Thema. Schon hätten wir die Verantwortung gehabt zu gucken, aber in dem Fall kam eigentlich dieser Kollaps, ja, völlig unvorbereitet. Er hat sich auch eingeschränkt. Hat er ja. Ich habe ihn immer als sehr verantwortlich. Also da erlebe ich in meiner Praxis ganz andere Sachen. Ja, dass Leute nach Schlaganfall und so auch der Meinung sind, sie könnten durchaus noch fahren. Und ich denke dann eigentlich nicht mehr. Also um mal klarzustellen, es hat mir niemand gesagt, du solltest nicht mehr Auto fahren. Nee. Denn es kam von mir. Das stimmt. Ja. Als du immer sagst, du warst so müde, du musstest immer zu gähnen. Das hätte dir ein Zeichen sein müssen. Unsere befreundete Ärztin, die mich da im Krankenhaus besuchte, sagte, das Schöne ist ja, dass wir Medikamente haben, die blutdrucksenkend wirken. Aber das Negative ist, dass die auch dann so wirken, dass das passieren kann, was sie erlebt haben. Dass der Blutdruck und das hat mich, ja, ja. Das hat mich darin bestärkt, zu sagen, dann fahre ich lieber nicht. Franziska Panzer stand an der Bushaltestelle, als das Auto sie von hinten erfasste und mitsamt ihrem Baby durch die Luft schleuderte. Ihre Tochter erlitt Schädelbrüche und überlebte nur, weil sie im Tragetuch war. Franziska hat einen Knieschaden zurückbehalten. Jette, das sind die alten Leute, die sagen nur Hallo und fragen, wie es uns geht. Guck mal, er kann schon wieder laufen, er braucht gar keinen Stock. Oh, hopp. Kurz nach dem Unfall hat die junge Frau Heinz Karau verziehen. Seither ist ein Jahr vergangen. Na ja. Ja. Hallo. Darf ich Baum machen? Hallo. Guten Tag. Und seien Sie uns nicht böse über alles. Hallo. Das Kindchen auf der Brust. Das ist Nele. Auf dem Bauch wie immer. Ja, wie immer. Guten Tag. Ja, das ist, hat sich bewährt. Ich mache ein Essen. Und die Große ist? Sie ist jetzt 2 Jahre alt. Etwas stabiler als damals? Nacht ist schwierig. Jette hat gerade viel Angst. Ja. Nachts. Ja. Also am Tag geht's, aber nachts schläft Nele besser. Fühlen Sie das auf diesen Unfall zurück, diese Ängste? Ach, Ivo, nein, jetzt kriegt sie nicht. Sie ist im Ganzen ein bisschen ängstliches Kind. Sie ist, ja. Ja, ja. Mhm. Und wie geht's Ihnen? Sie gehen nicht mehr im Stock. Seit etwa einem Vierteljahr, halben Jahr. Es hat sich vieles verändert. Wir sind schwerfälliger und älter geworden, ja, ne? Muss ich sagen. Wir gehen jetzt mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das glaubt sie nicht, dass das durch den Unfall ist, dass die Kleine jetzt so ängstlich ist, sondern sie wäre ein sehr ängstlicher Typ. Das hat mich etwas erleichtert. Aber ansonsten liegt mir das nach wie vor schwer auf der Seele, was wir dieser kleinen Familie angetan haben. Auch wenn sie, und gerade deshalb, weil sie so lieb ist mit uns. Ich habe mir einfach gedacht, wie ich mich in der Situation fühlen würde, wenn ich an seiner Stelle wäre. Und habe gedacht, wenn er nichts dafür kann, wenn er wirklich ohnmächtig war, dann warum soll ich so einem alten Mann, wenn er selber so leidet? Ich, Mama.
Warum soll ich ihm dann noch ein schlechtes Gewissen machen? Wir gehen jetzt. Denke jedes Mal, wenn ich einen alten Autofahrer das stimmt sehe, denke ich, er sollte doch vielleicht aufhören, Auto zu fahren. Jedes Mal habe ich da ein schlechtes Gefühl dabei. Naja, oder wenigstens negative Gedanken, dass ich vielleicht doch ein bisschen wütend auf diesen Autofahrer bin, obwohl das vielleicht gar nicht berechtigt ist. Aber jedes Mal, wenn ich einen alten Autofahrer sehe, denke ich, ich weiß, was passieren kann. Der Unfall war ein Schock für die ganze Stadt. Es gab eine öffentliche Debatte. Viele forderten die Einführung von Tests für alte Autofahrer. Es ging auch eine große Diskussion in der Stadt, ob er denn überhaupt noch hätte Auto fahren können. Da ging es wieder los, ein 80-Jähriger und sowas. Und da waren wir sehr dankbar, dass die Ärzte ganz eindeutig sagten, das hätte auch ein 40-Jährigen passieren können. Er ist nicht in dem Sinne schuld, wie die Leute erst dachten. Also wir waren schon verpflichtet, einen Artikel in die Zeitung zu setzen, in dem wir uns bedanken, aber in dem wir auch klarstellen, dass wir nicht schuldig sind. In die Zeitung habe ich nur reingesetzt, wie schwer es mir fällt zu wissen, dass durch meinen Unfall, durch diese ganze Affäre, Leute zu Schaden gekommen sind, Schmerzen erlitten haben, Ängste durchgestanden haben, verletzt worden sind, Unruhe, Aufregung verursacht haben, und nicht von uns nicht absehbar, wie lange und wie tief dieser Schock sie begleiten wird. Und dass wir hoffen und wünschen, dass sie sich recht bald wieder ins normale Leben zurückfinden und dass nichts zurückbleibt. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner. Heinz Karau ist ein bekannter Mann in Neuruppin. 35 Jahre ist der Pfarrer hier gewesen. Er ist Ehrenbürger der Stadt. Sein hohes Ansehen und sein Amt verpflichteten ihn zu einem öffentlichen Umgang mit den Geschehnissen. In seinem Leben bekommen. Er machte den Unfall und das Ende seiner Mobilität auch zum Thema im Gottesdienst. Vielleicht nehmen andere den Karau und seinen Abschied nehmen vom Autofahren als Anlass, sich zu überlegen, wäre es nicht auch für mich an der Zeit, das Steuer aus der Hand zu legen oder keine großen Fahrten mehr zu machen, den ganzen Radius einzuschränken. Diesen Nebengedanken habe ich auch, wenn ich so vor Leuten stehe und wenn ich denen erzähle und mit mir ins Gespräch komme über das, was geschehen ist. Zweimal in der Woche holt Helmut Heuer seine Nachbarin Marianne ab. Sie ist nicht mehr gut zu Fuß und darf aufgrund eines Augenleidens auch nicht mehr selbst fahren. Seine Bekannte ist dankbar, dass Helmut sie fährt, auch wenn sie über die Art und Weise und über den richtigen Weg nicht immer einer Meinung sind. Fahr du, wie du willst. Ja, warum denn nicht? Fahr, wie sag du mal, warum. Willst, Helmut. Warum hast du gesagt, auf Fuhlenstraße? Weil dann die Straße schöner fertig ist. Für Helmut Heuer ist Autofahren ganz etwas Selbstverständliches. Wenn ich fahre irgendwie, ich denke überhaupt nicht dabei. Ob ich jetzt schalten oder was, das geht alles von alleine. Wenn man mit ihm fährt, der ist ja auch doch. Ist nicht schlecht, aber er fährt auch nicht mehr so ganz so sicher wie früher. Meinst du, wenn du jetzt weniger fahren würdest, dass du dann schlechter fährst? Ach, kann eigentlich gar nicht. Der Rhythmus ist so drin. Übung mehr drin hast, Helmut, dann ist alles weg. Dass die Straßen ja alle umgebaut sind, das lässt er sich ja nicht sagen. Mhm. Ja, wieso? Der Asphalt ist immer noch oben. Manchmal habe ich Angst, mit ihm zu fahren. Dann fährt er wieder so schnell und bremst ab und sowas alles. Also so alleine fahre ich keine weiten Strecken mehr mit ihm. Wenn ich einen Unfall hätte, wo ich grob fahrlässig gewesen wäre, dann wäre ich ein Führerschein los mit dem Alter. Das kann ich mir wieder kriegen.
hundertprozentig nicht. Mal sagen, dass er irgendwie noch schwerverletzt wäre oder was dabei wäre. Nicht, wenn da ein Kotflügel an den Schramm dran gekommen, das war noch nicht so schlimm. Aber wenn sowas wäre, das wäre amtlich wär weg. Ja. Das wäre schlimm, dass ich noch fahren könnte und dürfte nicht. Ja. Nach dem Unfall saß Heinz Karau zuerst im Rollstuhl. Dann ging er lange auf Krücken. Mittlerweile kann er wieder laufen, dürfte aber auch weiter fahren. Denn seinen Führerschein hat er behalten. Für alle Fälle. Ich habe das Auto immer nur als ein notwendiges Mittel fürs Leben betrachtet. Und ich habe gewusst, irgendwann wirst du mal aufhören müssen. Das war mir klar. Irgendwann. Und wartete auf ein Signal. Und das war das Signal. Und darum war ich auch so schnell bereit, das Signal ernst zu nehmen und anzunehmen. Aber dass du nicht mehr Auto fährst, ist dir schwer gefallen. Das glaube ich schon. Das war mit das Erste, was ich gesagt habe, als ich wach geworden bin. Ich würde nicht mehr Auto fahren. Ja, aber wie waren dir dabei? Das war eine Selbstverständlichkeit. Na, aber man hat ja Gefühle. Nee. Das war kein Trauergefühl. Nee, das war eine Selbstverständlichkeit. Ja, das ist das eine. Und das andere ist doch das, wie man innerlich dazu steht. Ich habe vorhin noch mal das Bild von dem Unfall gesehen und da habe ich wieder Schwierigkeiten gehabt, zu realisieren, dass ich nie wieder in diesem Auto mit dir sitzen werde. Das tut doch weh. Das hat mir weh. Dir nicht? Oder lässt du das gar nicht hochkommen? Lass ich gar nicht hochkommen. Aha. Also da bin ich ganz anders. Ich muss das wirklich dann, ja, manchmal auch durchleiden und dann kann ich dazu ja sagen. Ich war eigentlich auch dankbar, dass es so ein deutliches Signal war. Und dankbar, dass es so deutlich war, dass der Schaden für andere da gering war. Das finde ich eben nicht. Wir haben Leute umgefahren. Ja. Wir können doch nicht dankbar sein, dass wir so einen schrecklichen Unfall hatten. Christine, ich bin dankbar, dass es nicht schrecklicher geworden ist. Ja, das geht nicht. Diese Dankbarkeit ist überwiegend. Ja. Allard Neuenhofer ist auf dem Weg zu einem besonderen Test für alte Verkehrsteilnehmer. Wenn meine Frau meint, bitteschön, du fährst mir zu abrupt, zu hektisch, sollte man da schon Rücksicht drauf nehmen. Was hat man davon, wenn die unlustig aus dem Auto steigt und dann erst eine Stunde braucht, sich zu erholen? Neuenhofer will wissen, wie er wirklich fährt. Ich bin neugierig, ob ich noch was beigebracht kriege, was meinem Verhalten, meinem Autofahren nützlich ist, noch Tipps kriege. Hinweise, da haben sie sich was angewöhnt, was total falsch ist. Ich will ja weiterhin Auto fahren können und mich und andere möglichst nicht in Gefahr bringen. Im ganzen Land veranstaltet der Allgemeine Deutsche Automobilclub das sogenannte Fahrsicherheitstraining für Senioren. Solche Tageskurse erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das ist kein Wunder. Denn immer mehr Autofahrer werden immer älter. Ich habe seit ungefähr 60 Jahren meinen Führerschein. Ich möchte mich heute hier ein bisschen weiterbilden und auf die alten Erfahrungen, die ich habe, noch Gültigkeit haben. Das möchte ich hier ausprobieren. Herr Neuenhofer, was können wir für Sie tun? Ja, mir beibringen, was ich gegebenenfalls falsch mache, korrigieren. Okay. Ja. Bei kritischen Situationen, starker Regen, Glätte, Eis und so, fahre ich extrem langsam, werde dann von vielen Teilnehmern überholt und dann fühle ich mich noch unsicherer. Alle, die wir heute alt sind, haben Autofahren gelernt vor 30 bis 40 Jahren. Alle noch Autofahren ohne die technischen Hilfsmittel. Und alle fahren wir inzwischen ein ABS-Auto. Und die wenigsten werden wissen, wie man ein ABS-Auto korrekt fahren kann, um alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um keine Unfälle zu verursachen.
Frau Fischer, sehr schön am Lenkrad. Genauso soll es ausschauen. Und Herr Neunhofer, genau. Jawohl. Ja, eine flüssige Bewegung am Lenkrad, aber die linke Hand ist wieder unten am Lenkrad. Versuchen Sie wirklich 3:15. Nicht mehr zu lösen, die Hände. Alte Leute haben sehr häufig ein Problem mit der Blickführung, weil sie einfach aufgrund der Physis nicht mehr so gut schauen können und dann auch immer im Bereich da sind, sich eher zu unterschätzen und dann zu kurz gucken und dann mit der Blickführung nicht hinterherkommen. Oh, jetzt konnten wir gar nicht richtig hingucken in Neuenhofer. Hier wollten wir erst anfangen zu bremsen. Aber hinten wieder anstellen, zweite Chance nutzen, nicht so schlimm. Extra. Frau Pursch, das ist Anhalten. Das ist keine Vollbremsung. Da muss viel, 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 viel mehr kommen am Bremspedal. Herr Neuenhofer, Bremsung. Perfekt, aber die Hände am Lenkrad im Schlagbereich des Airbag. Das ist gefährlich. Sortieren Sie die Hände wieder. Bremsung, super. Nächster. Helmut Heuer darf noch fahren. Das sagt auch sein Arzt und verschreibt ihm blutdrucksenkende Medikamente. Genau solche, wie sie Heinz Karau nahm, bevor er am Steuer zusammenbrach. Jetzt fährt er nur noch Bus. Seitdem gehen seine Uhren anders. Früher waren wir in 7 Minuten im Garten, jetzt dauert es eine Dreiviertelstunde. Wenn ich daran denke, dass ich in die Stadt muss, das ist für mich manchmal schrecklich, weil ich einfach auch Schmerzen habe, hinzukommen und wieder zurück. Für mich ist die Zeitvergeudung jetzt ganz enorm. Das ist eine Sache der Organisation. Man muss etwas längeren Atem haben und nicht sich so gehetzt fühlen. Wir sind Rentner, Mensch, wir können uns die Zeit leisten. Aber das ist auch ein völlig anderes Lebensgefühl, wenn man da in der Wittstocker Allee auf dem Bänkchen sitzt unter den schönen Bäumen und auf den Bus wartet. Da komme ich mir vor, na, als wenn ich 90 wäre oder so. Also für mich ist das immer noch sehr schwierig. Wenn ich dort sitze, frage ich mich, vielleicht sieht mich einer und hält an. Ja, da kannst du drauf warten.